Lust auf. Wasteland 3 könnte man natürlich auch noch spielen, aber andererseits, da jetzt noch ein neues Spiel schnell anfangen für eine Stunde zum Reinschnuppern. Vielleicht, aber wisst ihr was, jetzt spielen wir schnell eine Runde Slay the Spire. Ich glaube, vor langer Zeit habe ich schon mal was zu Slay the Spire gemacht, ein paar Videos. Da war das noch im Early Access. Aber trotzdem spielen wir jetzt zumindest eine Runde Slay the Spire, weil Slay the Spire ist einfach bei mir so ein Dauergast. Das spiele ich immer wieder und immer wieder gerne. Habe jetzt eine längere Pause eingelegt und jetzt war das zufällig im Games Pass mit drin und dann habe ich mir gedacht, ach ja, komm, Slay the Spire. Es ist einfach wirklich eines der besten Roguelites und Deckbuilding-Spiele da draußen, finde ich. Das immer wieder Spaß macht. Ich nehme jetzt mal einfach den Eisernen hier, den Krieger. Das ist so ein bisschen der leichteste oder simpelste Straightforward-Charakter. Und dann spielen wir jetzt einfach mal eine Runde und ich erkläre so ein bisschen, was vor sich geht. Vielleicht wird es eine längere Runde, vielleicht ist es gleich vorbei. Schauen wir mal. Also, wir können uns jetzt erstmal einen Startbonus aussuchen. Ich nehme einfach mal ein gewöhnliches Relikt. Und das gewöhnliche Relikt ist der Mario-Schuh offensichtlich. Anstatt 4 oder weniger unblockbaren Schaden, genau. Das heißt, wenn wir jetzt dem Gegner 1 bis 4 Schaden machen, wird er 5 aufgerundet. Das ist eigentlich ganz gut. Außerdem, das ist die Standardfähigkeit von unserem Charakter, heilen wir uns nach jedem Kampf um 6 TP. So, jetzt können wir uns hier unsere Route aussuchen, die wir beschreiten wollen. Es gibt mehrere verschiedene Wege. Man kann quasi planen, welchen Weg man gehen will. Um das geheime Secret Ende freizuschalten, sollte ich diesen komisch brennenden Kerl da oben besiegen. Aber das verfolge ich jetzt gar nicht, das Ziel jetzt mal in dem Run. Machen wir mal einen gemütlichen Run. Ich versuche so viel gehörnte Mini-Boss-Monster wie möglich zu kriegen. Die sind zwar super schwer und können so einen Run schnell mal beenden. Wenn man sie besiegt, kriegt man aber fette Bonis. Das heißt, ich plane eine Route, indem ich mindestens 2 Boss-Monster begegne. So, fangen wir hier mal an. Und kämpfen erstmal gegen das kleine Monster. Wir haben jetzt hier unser Startdeck. Das sind so ziemlich die Karten, die uns jetzt bei unserem Charakter von Anfang an zur Verfügung stehen. Wir sehen, was unser Gegner als nächstes machen wird nach unserer Runde. Der wird uns 11 Schaden verursachen, das finden wir natürlich nicht gut. Er hat 42 HP, also viel zu viel, als dass wir es in einer Runde ihn besiegen könnten. Wir haben 3 Energie, sieht man unten links im Eck, und die Preise für die Karten stehen oben rechts im Eck. Das heißt, ich könnte jetzt die Karte und eine andere spielen oder 3 von diesen Karten, die nur 1 kosten. Ich spiele jetzt mal einen Block. Damit kriegen wir 5 Rüstung und können zumindest 5 von den 11 Schaden abwehren. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt spiele ich die Karte hier noch, Schmettern. Die macht ein bisschen mehr Schaden als Schlag, aber vor allem macht die den Gegner verwundbar. Das heißt, nächste Runde können wir ihm eventuell wesentlich mehr Schaden machen. Gut, jetzt muss ich aber die Runde leider beenden. Und jetzt kriegen wir erstmal 6 Schaden ab, aber kann man nichts machen. So, er will sich jetzt in der nächsten Runde buffen und eine Rüstung verschaffen. Das wäre jetzt unsere Chance, echt viel Schaden zu machen. Leider habe ich jetzt 3 Verteidigungskarten und 2 Angriffskarten. 3 Angriffskarten wären mir lieber, aber gut, meine Güte. Die Rüstung verfällt nach jeder Runde, normalerweise zumindest. Das heißt, das bringt mir jetzt gar nichts, dass ich die eine Karte benutzt habe. So, jetzt hat er sich nicht nur eine Rüstung verschafft, sondern sich auch noch gebufft und macht jetzt deswegen 14 Schaden. Ich habe keine Verteidigungskarte. Das ist gleich mal eine fantastisch katastrophale erste Runde, die wir hier spielen. Leider bleiben ihm 2 HP und jetzt kriegen wir erstmal die volle Breitseite ab hier. Naja, sieht jetzt nicht so schlimm aus, aber HP regenerieren ist in dem Spiel was Problematisches. Wir haben jetzt den Charakter, der sich zum Glück selber ein bisschen heilt. Wenn die nächsten Kämpfe gut laufen, können wir das ausgleichen. Mit anderen Charakteren wäre hier der Run im Grunde schon vorbei. Und jetzt haben wir ein bisschen Gold bekommen, das brauchen wir später bei Händlern.
und wir können uns jetzt noch eine Karte aussuchen, die wir mitnehmen wollen. Man sollte bei dem Spiel aber echt darauf achten, dass man nicht einfach jede Karte in sein Deck nimmt, nur weil man sie haben kann, sondern wirklich überlegen, welche man braucht und welche Strategie man verfolgen will. Aber das kommt mit der Zeit. Jetzt schauen wir mal. Erhalte 7 Block, aber erschöpfe eine zufällige Handkarte. Also eine Karte wird abgeworfen, eine zufällige 7 Block. Nicht so gut. Immer wenn du eine Karte erschöpfst, erhältst du 3 Block. Die beiden Karten miteinander wären gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich eine der beiden nochmal kriege, wenn ich die andere nehme, und alleine sind die relativ nutzlos. Füge 9 Schaden zu, lege eine Karte aus dem Abwurfstapel auf den Nachziehstapel. Ich meine, 9 Schaden, so eine Kopfnuss, das kann man machen. Die nehmen wir mal mit. Das ist eine gute Angriffskarte. Why not? Nächster Kampf. 2 kleine Raupen, die sich beide buffen wollen. Das heißt, wir können jetzt in der ersten Runde ungestört attackieren. Diese Raupen haben jetzt den kleinen Kniff, den kleinen Trick, dass wenn ich die jetzt hau, dass die nach einem Angriff automatisch ein Schild aufbauen, das 6 Schaden blockt. Das heißt, ich kann denen jetzt gar nichts tun im Grunde. Ist aber nicht so schlimm, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, verfällt die Rüstung nach einer Runde automatisch. Das heißt, ich hau die jetzt einmal, lass die sich mal buffen, weil zu einem zweiten Angriff kommt es gar nicht mehr. So, jetzt wären die super stark und würden jetzt wahrscheinlich ziemlich böse angreifen. Zum Glück habe ich 2 offensive Karten auf die Hand bekommen und kann die jetzt beide töten. Gute Runde, nichts passiert, alles gut gelaufen. Spiel die oberste Karte des Nachziehstapels. Nein. Der nächste Angriff in diesem Zug wird 2-mal ausgespielt. Unter Umständen vielleicht ganz gut. Wenn ich die Karte jetzt nehme, sollte ich mich aber wirklich auf starke Angriffe spezialisieren. Dann habe ich jetzt meine Strategie quasi eingeloggt, mehr oder weniger. Okay, wir haben eine Zufallsbegegnung, der Schrottschlamm. Als du den Raum betrittst, hörst du ein Grummeln und das Zermahlen von Metall. Vor dir liegt eine schleimige Kreatur, die mehr als genug Schrott gegessen hat. Aus dem Inneren dieser Kreatur siehst du Licht schimmern. Vielleicht etwas Magisches? Es scheint, als könntest du ein paar Schätze bekommen, wenn du einfach in seine Öffnung greifst. Allerdings könnte die Säure und scharfen Dinge schmerzhaft sein. Also, wir verlieren 3 HP, aber haben eine 25%ige Chance auf ein Relikt. Natürlich machen wir das. Und wir haben tatsächlich was bekommen. Und zwar ein Kissen, das leider nicht so gut ist. Wenn wir uns ausruhen, das kann man in dem Spiel an gewissen Orten machen, heilen wir jetzt ein bisschen mehr TP. Naja. Hallo, viel zu alt für... So, jetzt passt kurz auf. Genau, dann gehe ich jetzt, glaube ich... okay, gehen wir den Weg. Ja doch, gehen wir den Weg. Die sind unter Umständen echt gefährlich. Genau, hier macht jetzt der Doppeltreffer eben zum Beispiel gar keinen Sinn. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen jetzt echt starke Karten, weil ich kann die jetzt schon spielen... Und dann wird halt der nächste Angriff doppelt gespielt, aber ich spiele halt so einen ganz normalen Schlag und dann hätte ich auch gleich 2 Schläge spielen können, ne? Deswegen ist die Karte aktuell leider noch nicht so nützlich in unserem Deck, aber das wird schon. Kaka! Okay, 6 Angriff ist noch nicht so schlimm. Da würde ich sogar sagen... Nee, die muss man schnell killen, diese Kultisten. Die werden nämlich immer stärker und stärker und stärker. Deswegen kassiere ich jetzt lieber die vollen 6 Schaden und block nix. Mach erst hier den und dann den. Und dann nehme ich die Karte zurück auf meine Hand, damit wir nächstes Mal auch wirklich einen Angriff haben. Er ist jetzt verwundbar und hat nur noch 11 HP. Nächste Runde dürften wir ihn mit ein bisschen Glück fertig machen können. Jo, passt. Ah, ein Trank. Die nächste Karte in diesem Zug wird 2-mal gespielt. Tränke kann man nur einmalig einsetzen. Sollten wir uns für einen Boss oder einen harten Miniboss oder so aufheben. Könnte aber recht sinnvoll sein.
Nur spielbar, wenn alle Handkarten Angriffe sind, fügt 14 Schaden zu. Theoretisch keine schlechte Karte, aber nee, das sind jetzt alles Karten, die ich aktuell nicht brauchen kann. Fügt dreimal einer zufälligen gegnerischen Einheit 3 Schaden zu. Alles nett, aber nee. Jetzt muss ich wirklich hier auf meine Strategie setzen, möglichst starke Karten zu sammeln, weil sonst wird das nichts mehr. Oh, ein Dieb und so eine blöde Raupe. Das ist eine miese Kombination, ehrlich gesagt. Ich hau den Dieb jetzt, so stark es geht, weil der muss weg, bevor der mir ganz viel Gold klaut und dann mit meinem Gold durchbrennt. Noch dazu machen die viel Schaden. Diebe sind furchtbar. Jetzt ist blöd. Die Raupe hat jetzt nämlich unsere Angriffskraft reduziert um 2. Für 2 Runden haben wir jetzt 2 weniger Angriffsstärke. Das heißt, was eigentlich 6 Schaden macht, macht nur noch 4 Schaden. Das ist wirklich schlecht. Jetzt spiele ich unsere Doppeltrefferkarte und spiele jetzt 2-mal den Verwundbarkeitshammer. Das heißt, in der nächsten Runde sollten wir wenigstens den Dieb killen können, auch wenn wir jetzt ordentlich Schaden kassieren, aber das ist es mir jetzt gerade wert. Weil ich habe extra eine Route gewählt, in der bald ein Händler kommt und da brauche ich mein Geld. Da können wir jetzt den Dieb nicht damit abhauen lassen. 6, ja, perfekt. 2x6 Schaden, der ist tot und ich block den Schaden von der dicken Raupe erstmal komplett, dass uns die nichts tut. Und jetzt haue ich die dicke Raupe. Perfekt. Holen wir unser Gold zurück. Naja, das wäre jetzt theoretisch eine gute Karte, aber dafür hätte ich eine andere Strategie verfolgen müssen. Denn hier verfällt mein Block nicht mehr. Man kann den Charakter total krass auf Blocks skillen oder sein Deck quasi drauf auslegen. Und dann kann man mit dem Charakter sehr schnell sehr viel Block generieren und den Block dann auch in Schaden umwandeln. Das ist eine total mächtige Strategie, aber dafür haben wir jetzt nicht die Karten bekommen. Und jetzt schwenke ich auch nicht um auf die. Und deswegen nehme ich keine dieser Karten. Wir haben momentan leider kein gutes Deck. Aber schauen wir mal. Ich hoffe, wir können noch was draus machen. So, hier im Lagerplatz beim Lagerfeuer können wir jetzt entweder ausruhen und damit TP regenerieren, was theoretisch keine schlechte Idee wäre, aber im Endeffekt, na, es ist halt so, wenn man hier nicht schmiedet, weil man sich ausruhen muss, dann hat man schon einen Nachteil in dem Run im Grunde. Deswegen ist Schmieden hier immer die bessere Option, wenn es geht. Weil damit kann man sich Karten verbessern und hat dann langfristig einen Vorteil. Das da unten mit dem Erinnern, das ist so ein New Game Plus Ding. Das können wir jetzt einfach mal ignorieren. So, wenn ich Doppeltreffer verbessere, dann spiele ich den nächsten Angriff. Moment, deine nächsten 2 Angriffe werden doppelt gespielt. Könnte unter Umständen ziemlich gut sein. Wenn ich Kopfnuss verbessere, füge ich 12 Schaden zu. Okay. Wenn ich den hier verbessere, füge ich 10 Schaden zu 3 Verwundbarkeit. Ich verbessere jetzt mal Doppeltreffer, auch wenn das jetzt noch gar nicht wirklich so gut ist. Aber in Zukunft könnte das sehr gut für uns sein. Aber jetzt müssen wir erstmal den Miniboss hier besiegen. Und unser Deck ist nicht gut. Ah, Glück gehabt. Wir hätten einen schlimmeren Boss kriegen können, aber unterschätzen dürfen wir den auch nicht. Ich hau dem jetzt einfach in der ersten Runde mal drauf, was geht. Weil dann ist er erstmal eine Runde lang verwirrt und wir kriegen jetzt keinen Gegenangriff. Das ist schon mal gut. So, mit 18 Schaden kommt er jetzt ganz schön krass schon mal daher. Ich werde jetzt mal unseren Doppelschlagtrank trinken und jetzt hier den Schmetterschlag 2-mal benutzen quasi. Aber ich glaube fast, oder? Soll ich offensiv bleiben? Nach 5 Schaden von 18 Blocken ist jetzt auch schon wurscht. Ich hau den erstmal. Uiuiui, ob das eine gute Idee war. Oh, gleich nochmal. Der spinnt doch. Verdammt nochmal. Jetzt in dem Fall bringt mir die Doppeltrefferkarte nicht mal was. Weil ich nicht die... Ah, Mist. Naja, vielleicht...
Na, okay, gut. Ich mach's. Ich muss den einfach möglichst schnell wegkriegen jetzt. Es hilft nichts. Das ist jetzt echt blöd. Ich hoffe, wir kommen lebend hier raus. Okay. Jetzt will er sich selber buffen. Grundsätzlich gefährlich. Für uns jetzt aber gut. Weil jetzt können wir mal eine Runde voll draufhauen, ohne dass wir Gegenschaden nehmen. Okay, er hat jetzt sowohl unsere Rüstung als auch unseren Angriff gesenkt. Unsere Angriffe machen ab jetzt eins weniger Schaden und so weiter. Wir kennen das schon. Ist aber nicht schlimm. Jetzt ist die Karte hier sogar ein bisschen nützlich mittlerweile. Weil wenn ich die jetzt spiele, spiele ich jetzt zweimal die Karte und hätte dann noch eine andere Karte zweimal spielen können. Aber passt schon. Hauptsache geschafft. Irgendwie kriege ich dadurch Lust, Metal Gear Acid zu spielen. Weil es mir gerade, warum auch immer, durch den Kopf geistert, könntest du bei Gelegenheit mal Jack Rabbit spielen. Ich habe das als ziemlich witziges Spiel in Erinnerung. Das habe ich vor langer, langer Zeit mal mit einem Freund zusammen auf dem PC gespielt. Das stimmt. Das hat mich immer ziemlich an Earthworm Jim erinnert. Chess Jack Rabbit. Ich frage mich, ob das heute noch wirklich gut ist. Oder ob das nur Nostalgie ist. Ich habe das auch nicht lang gespielt. Eis, unser Artefakt, das wir jetzt zur Belohnung des Besiegen dieses Gegners kriegen. Energie wird jetzt zwischen Zügen aufbewahrt. Also unsere Energie sind die Energie, die wir brauchen, um die Karten auszuspielen. Kann in manchen Runs ein super mächtiges Artefakt sein, gerade aktuell für uns. Kein guter Run wird das leider. Das sehe ich jetzt schon. Wir kriegen nicht die richtigen Karten. Trotzdem nehme ich die jetzt, glaube ich, mit. Füge 14 Schaden zu. Stärke beeinflusst. Jetzt müssten wir echt... Wir bräuchten Stärkekarten. Ich wollte eigentlich einen Stärke-Run machen. Wir kriegen keine Stärke. Ich brauche Stärke. Ah. So, jetzt wäre es sehr klug, wenn wir uns heilen würden. Ich werde trotzdem schmieden. Weil wenn man sich heilen muss, ist der Run eh schon verloren. Das ist meine Devise. Okay. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Die Karte verbessert wäre, wenn wir die richtige andere Karte oder die richtigen Karten hätten, der Wahnsinn. Haben wir nur leider nicht. Deswegen, aber ich mach's trotzdem. In der Hoffnung, dass wir die kriegen noch. Mal schauen. Ein Artefakt kann alles ändern. Füge zu Beginn deines Zuges allen Gegnern 3 Schaden zu. Naja, in so kleinen Standardkämpfen kann das helfen. Gehen wir zum Händler. Der hat nämlich 2 sehr wichtige oder eigentlich sogar mehrere sehr wichtige Funktionen. Erstens können wir bei dem Karten entfernen. Und das ist echt wichtig. Karten, die wir eigentlich gar nicht unbedingt brauchen und gar nicht so unser Deck damit zumüllen wollen, sollten wir entfernen, wenn es geht. Ich schmeiß jetzt einen normalen Schlag raus. Bam. Und sonst hat der jetzt nichts für uns, was wir wirklich brauchen können. Schade. Tschüss. Ein Gremlin mischt Wildkarten auf dem Tisch. Dieses Monster scheint von der harmlosen Sorte zu sein. Du näherst dich ihm aus Neugier. Hier sind 12 Karten. Finde Paare, um sie zu behalten. 5 Versuche. Aufgedeckt ist aufgedeckt. Bist du bereit? Schockwelle, Panikknopf, Verfall, Schmettern. Okay, Panikknopf. Erhalte 30 Block. Karten geben für die nächsten 2 Züge kein Block. Will ich die überhaupt? Ich glaube schon. Ach, die haben wir auch noch bekommen. Die wollte ich ehrlich gesagt gar nicht. Schade. Naja. Wir gehen jetzt trotzdem in den Mini-Boss-Kampf, auch wenn das wahrscheinlich unser Ende sein wird. Ist nicht gut gelaufen. Wir hatten kein Glück. Schauen wir mal, wie lange wir hier durchhalten. Das ist kein sehr schwerer Mini-Boss, gegen den wir hier kämpfen. Aber kann schon auch sehr lästig werden. Und wir haben... Ja...
vielleicht gar nicht so schlechte Karten gerade. Ich glaube, ich trinke jetzt mal unseren Energietrank. Ziemlich gut. Ziemlich gut, dass wir einen von den drei gleich im ersten Zug töten konnten. Das ist ein Riesenvorteil. Jetzt wird es trotzdem super knapp. Wahrscheinlich schaffen wir es nicht. Wir versuchen es mal. Ah, das ist echt nicht gut. Zu wenig Blockkarten, die ich hier ziehe. Das halten wir nicht lange durch. Schauen wir mal. Zwei Blockkarten würden reichen, damit ich den Schaden komplett blocken könnte. Zu den benommenen Karten komme ich gleich noch, wenn es soweit ist. Die sind nämlich auch schwierig. Hä? Wo ist denn jetzt mein Cursor? Aha. Eieieiei. Ich glaube, ich mache das jetzt. Die nächsten zwei Züge keinen Block generieren. Dafür kriege ich jetzt sofort 30. Und ich behalte... Nee, ich behalte meinen Block nicht. Das habe ich nicht genommen. Dann sollte ich mir das nochmal gut überlegen. Neun Schaden kann ich einstecken. Aber dann ist Schluss. Jetzt kann ich nichts mehr einstecken. Nein, jetzt sind wir tot. Schade. Hätte echt gut laufen. Hätte noch funktionieren können. Diese benommenen Karten sind deswegen so gemein. Die werden quasi von den Gegnern in mein Deck gemischt und in mein Ablagedeck. Und wenn mein Deck dann einmal durch ist und es wird gemischt, werden diese benommenen Karten in mein Deck gemischt. Und das sind einfach nur Platzhalter. Mit denen kann ich nichts machen. Die kann ich nicht spielen oder so, die bringen nichts. Die kosten einfach nur Platz. Jetzt habe ich 5 Karten gezogen, 2 davon sind benommen Karten. Ich habe quasi jetzt keine Möglichkeit mehr, wie ich den Kampf rumreißen könnte. Jetzt sind wir einfach tot. Kann man nichts machen. Schade. Es war knapp, wirklich, so knapp. Naja, schade. Hätte ich den Kampf noch gewonnen, wer weiß, wie es verlaufen wäre. Nächstes Mal doch lieber Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Habe ich auch gern gespielt. Insofern. Dadam! Schade, schade. Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt noch einen Run, weil der war kurz. Aber jetzt nehmen wir mal einen anderen Charakter, ein ganz anderer Spielstil. Schauen wir mal, ob da was Besseres zusammengeht. Auch hier nehme ich wieder ein gewöhnliches Relikt. Merkt von euch jemand einen Unterschied zum letzten Jahr, was Geböller angeht? Ja, bei uns ist eigentlich fast gar nichts los. Da habe ich gestern Nacht 2 gehört und heute bis jetzt 1. Und das war letztes Jahr schon sehr anders. Erhöht beim Aufheben deine maximale TP um 7. Na schau, ist ja nett. Oh, 3 Minibosse auf der einen Route. Oh, hier auch 3. Ja, gut. Machen wir. Gehe ich die Route? Oder... Oh, das überleben wir nicht. Wir müssen sehr viel Glück jetzt mit den Karten haben. Das ist eine Mörderroute, die ich mir hier ausgesucht habe. Entweder kommen wir triumphal raus oder wir sterben ganz jämmerlich. Schauen wir mal. Eins von beiden. Ich werde wieder dazu sagen. Ich muss wieder erklären, ne? Weil sonst... Okay. Die Stille hier hat eine ziemlich gute Blockkarte von Anfang an in ihrem Inventar, die 8 Block gewährt und dafür muss man eine Karte abwerfen, kann man sich aber aussuchen. Insofern sind wir jetzt schon total geschützt gegen die 6 Angriff. Ich kann 2-mal mit meinen normalen Standardangriffskarten angreifen und der Vogelpriester-Kultist hat nur noch 17 HP. Das ist gut, weil die
werden jede Runde um 3 Angriff stärker. Der macht jetzt 9, dann 12, dann 15 und so weiter. Je schneller man den besiegt, umso besser. Die Stille hat außerdem noch diese Karte hier. Die macht zwar nur 3 Schaden, schwächt den Gegner für eine Runde. Das heißt, der macht weniger Schaden und kostet nichts. Und das ist ziemlich cool. Kann man einfach mal so raushauen. Und schon macht er nur noch 6 Schaden statt 9. Ich spiele jetzt ein... Ne, warte mal. 6... Oh ja, cool. Ich mache den kaputt. Ich block gar nicht mehr. Gute erste Runde. Genau, was jetzt eine Strategie wäre, die wir durchaus mit der Figur machen könnten, und die Karten würden es gerade so ein bisschen empfehlen oder zumindest erlauben, dass wir einfach sehr viele Karten in unser Deck nehmen, die nichts kosten, und dann darauf spekulieren, dass wir andere Artefakte oder Karten kriegen, die uns mehr Karten ziehen lassen. Das ist ziemlich mächtig und ziemlich gut. Der Kniestoß wäre auch gut. Der macht 8 Schaden, was ordentlich ist. Und wir kriegen in der darauffolgenden Runde 1 Energiepunkt mehr. Auch nicht schlecht. Ich nehme jetzt mal die 5 Schadenskarte, die nichts kostet. Schauen wir mal. Weil durch unser Startartefakt dürfen wir sowieso schon von Anfang an 2 Karten mehr in der ersten Runde ziehen. Dann machen diese Karten noch mehr Sinn. So, jetzt schwäche ich erstmal den Schleim da hinten, damit der nur noch 7 Schaden macht. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja genau, wir hauen den Schleim jetzt mal kaputt und blocken 5 Schaden von den 7, die von dem kommen. Wir müssen jetzt hier mit dem Charakter wirklich viel mehr darauf achten, dass wir kaum oder am besten keinen Schaden kriegen, weil wir uns mit dem Charakter nicht so leicht heilen können wie mit dem anderen. So, kostenloser Schaden, perfekt. Nochmal hauen. Jetzt hätte ich gerne noch eine offensive Karte, ehrlich gesagt, haben wir nicht. Ganz viel Block, den keiner braucht. Nächste Runde. Jetzt geht's wieder los hier, jetzt geht's wieder ab hier, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Der bufft jetzt gerade ganz viel, was okay ist, das heißt, wir können ihn hauen. Und jetzt ist er kaputt. Ein Energietrank, gut. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, ich nehme die Karte. Tier, oder? Wirklich doof. Ich bräuchte mehr von diesen Karten, damit die Karte Sinn macht. Aber vielleicht, wenn ich ganz viel von diesen Karten habe und nicht solche Karten wie die Karte habe, machen die Karten dann alle keinen Sinn. Ich bleib trotzdem erstmal Okay. Einmal den hauen. Die Raupen kennen wir ja schon. Die schützen sich automatisch in einem Panzer, wenn die einmal getroffen wurden. Ich spiele eine defensive Karte und schütze mich vor dem eingehenden Schaden. Kriege nur einen Schaden ab. Das ist nicht so schlimm. Kann man wegstecken. Was, wenn du in Potsdam wohnst, kennst du Seppo bestimmt persönlich. Ich wohne aber gar nicht in Potsdam. Ich wohne... Ja, was ist denn die nächste? Ich wohne mitten in der Pampa. Nördlich von München. Quasi. Nee, Passau ist schon lange nicht mehr. Eine Raupe tut. Die Raupe hat uns jetzt geschwächt, was grundsätzlich nervig wäre, aber in dem Fall nicht schlimm ist. Gut, okay, jetzt habe ich keine offensive Karte, aber dafür sehr viel defensive Karten. Wir haben jetzt viel zu viel Block, also auch wurscht. Ne, warum ist, muss hier ja nicht peinlich sein. Doch, wurscht. Das läuft jetzt auf jeden Fall sehr viel besser hier, die Runde. Ziehe eine Karte, wirf eine Karte ab. Kostenlose Karte, unter Umständen gut. Erhalte 5 Block, ziehe 2 Karten. Die brauchen wir jetzt, die nehmen wir jetzt. Mein Ziel ist im Grunde, dass ich ununterbrochen mehr oder weniger kostenlose Karten raushau, die hier ein bisschen Block und da ein bisschen Schaden und so machen. Ne?
Du findest ein unscheinbares Podest, auf dem friedlich ein glänzender goldener Götze ruht. Er sieht ungewöhnlich wertvoll aus. Du bist sicher, keine Falle in der Nähe zu erkennen. Was? Und dann löse ich aber eine Falle aus. Na gut, ich nehme den jetzt natürlich, den goldenen Götzen, und löse dadurch eine Falle aus. Und jetzt kann ich mich entscheiden. Entweder renne ich weg, dann kriege ich die Fluchkarte Verletzung, was nicht so schön ist. Oder ich erleide 19 Schaden, was nicht so schön ist. Oder ich verliere 6 maximale TP, was ich mache. Wusch! Der Felsbrocken plättet dich kurz, als er vorbeirollt. Aber immerhin kannst du von hier verschwinden. Gut, der Götze lässt uns jetzt 25% mehr Gold finden. Das ist grundsätzlich gut, vor allem so früh im Run. Machen wir noch ein kleines... Ein kleines Kämpfchen. Alle meine Blockkarten sind jetzt, glaube ich, im Ablagestapel. Wenn man den Schleims genug Schaden zufügt, dann teilen die sich quasi in zwei kleine Schleime, die die HP haben, die sie zur Zeitpunkt der Trennung hatten. Ja, es funktioniert schon langsam mit dieser Figur. So, jetzt schwäche ich den, dass er weniger Schaden macht. Dann kann ich ihn nochmal hauen. Dann kriege ich 3 Block und ziehe 2 neue Karten. Kann ihn nochmal hauen, kriege nochmal 3 Block. Hab genau die 6 Block, die ich brauche. Und konnte Schaden machen. Das ist gut. Jetzt kommt bitte noch eine gute. Genau, passt schon. Danke. Offensive Karte wollte ich sagen. Eine Schmiedekarte, die alle meine Karten auf der Hand bis zum Ende des Kampfes verbessert. Das ist gut. Ah, ja, die Karte brauchen wir, glaube ich. Das ist gut. Die macht 11 Schaden, was schon mal echt nicht schlecht ist. Kostet nichts, was super ist. Kann ich aber auch nur einmal benutzen. Also pro Spiel, pro Kampf. Dann verschwindet die aus meinem Deck vorübergehend. Und angeboren bedeutet, ich habe die immer als erste Karte auf meiner Hand. Das heißt, gleich mal mit kostenlosen 11 Schaden eröffnen, das ist gut. In der Regel. Oh, der ist gefährlich. Das ist ein gefährlicher Miniboss. Ich werde jetzt als erstes... Mache ich das wirklich? Ich mache jetzt den Rückwärtssalto, damit ich nochmal 2 Karten ziehe. Und nehme jetzt als erstes hier meinen Schmiedetrank, damit alle meine Karten, die ich jetzt auf der Hand habe, verbessert sind. Und das Gefährliche an dem ist, wenn ich defensive Karten spiele, wird der immer stärker und stärker und stärker. Und teilweise kann der super schnell super stark werden. Das ist wirklich nicht cool. Deswegen werde ich jetzt einfach Schaden raushauen, so schnell und so viel geht, weil ansonsten kann man gegen den gar nicht viel machen. Da ist man meistens mit dem Charakter, den ich jetzt spiele, am meisten, hat man am meisten Probleme gegen den Charakter, gegen den Boss jetzt gerade. War schon mal eine nette erste Runde, aber das wird gefährlich. Der fängt nämlich jetzt schon mit 14 Schaden an und es wird nicht besser. Ich kann ihn zum Glück ein bisschen schwächen. Aber wenn ich jetzt eine Blockkarte spiele, ist es im Grunde fast nur zu meinem Nachteil. Ah, okay, ich mach's nicht, nee. Lassen wir uns jetzt einmal mit 10 treffen. Ah, das ist so mies.
Na, hilft nichts. Einmal trifft er uns noch mit 14, ist eh noch gut gelaufen. Der kann auch schnell mal den Run komplett beenden, der Kerl. Insofern ist das schon in Ordnung. Und jetzt, bam. Nein, habe ich doch. Oh, ich dachte schon, ich habe nicht genug Angriffskarten. Na dann. Ah, warte, ich habe gar nicht geguckt. Die Essenskarte. Wenn du einen Ladenraum betrittst, heile 15 TP. Das ist ziemlich gut. Ich glaube, ich nehme die Schnittkarte. Die wir eh schon mal haben, den kostenlosen Angriff. So, dalla. Jetzt passt auf 5 Block und dafür 2 Karten. Tja, gut. Dann haue ich jetzt den einen Gegner mal so ziemlich kaputt. Und beende meinen Zug. Man muss nur an das Herz der Karten glauben. Das ist eigentlich das Wichtigste im Spiel. Alles andere kommt dann von alleine. So. Das ist ein bisschen gemein, weil das sagt einem das Spiel nicht. Wenn man diese Gegner hier besiegt, dann kriegt man für 2 Runden Schwäche, kriegt also mehr Schaden. Es kann also gut sein, dass man glaubt, man kommt ohne Schaden aus der Runde, besiegt eine der beiden Mäuse und plötzlich macht die andere Pilzmaus irgendwie viel mehr Schaden und man denkt sich so, what? Aber in unserem Fall ist alles gut gegangen. Ziehe 3 Karten, guter Trank. Füge 4 Schaden zu. Immer wenn du diese Karte ziehst, nimm eine Kopie von ihr auf die Hand. Das ist schon auch ganz nett, weil sie kostenlos ist. Ich nehme die. Ich weiß nicht, ob das Deck, so wie ich das jetzt zusammenstelle, wirklich gut wird. Wir versuchen es aber mal. Bosszeit! Das ist halt jetzt schon ganz gut. Ich habe jetzt noch keinen einzigen Energiepunkt verbraucht und wir haben schon 4 Block und 16 Schaden verursacht. Jetzt habe ich schon genug Block, damit ich den Angriff abwehren kann und kann noch weiter ein bisschen auf den einhauen und, ja, keine Ahnung, noch mehr Block nehmen, weil ich nicht die richtigen Karten auf der Hand habe. Aber grundsätzlich geht das Konzept schon auf hier von dem Deck. So, der erste ist besiegt. Ich kann jetzt leider nur ein bisschen blocken. Hätte gern mehr Schaden geblockt, aber ist schon in Ordnung. Nicht optimal. Aber ist schon okay. Kriegen wir schon hin. Ich möchte die Tränke ungern in dem Kampf benutzen, aber je länger ich gegen die kämpfe, desto schwieriger wird der Kampf, weil immer mehr Benommenkarten in mein Deck gemischt werden. Deswegen sollte man sich nicht zu viel Zeit lassen mit denen. Aber das ist jetzt gerade auch keine optimale Hand, die ich hier habe. Nee, spiele ich nicht. So. Solange ich immer auf 9 Block komme, ist es eigentlich egal. Komme ich halt nicht immer wahrscheinlich. Das ist das Problem. Ah, zum Beispiel in der Runde nicht. Aber vielleicht, nein. Mist, kann ich auch nicht genug Schaden machen in der Runde. Ja, jetzt ist die Frage. 9 Schaden kassieren? Beziehungsweise 4 Schaden kassieren? Ja, okay, von mir aus. Noch 30 Minuten bis 2021. Naja, wenigstens kann ich den ganzen Schaden blocken. Das Gute ist, die Benommenkarten lösen sich auf, nachdem ich die auf der Hand hatte. Das heißt, ich entferne die auch wieder aus meinem Deck. Hallo, Heavy, wie geht's? So, dalla, jetzt können wir den endlich kaputt machen. Jetzt haben wir nur noch einen Gegner. Ah, die Karte hätte ich gar nicht spielen sollen, aber ist egal.
Mit dem werden wir schon fertig jetzt, hoffe ich. Naja, passt schon. Der greift jetzt nur noch jede zweite Runde an. Und produziert auch nicht mehr so viel Benommen-Karten. Damit können wir schon, da kommen wir schon klar. Ich hätte gehofft, dass es nicht dazu kommt, aber 4 Schaden müssen wir jetzt nochmal einstecken, leider. Schade. Aber war okay. War schon okay. Erhalte jedes dritte Mal, wenn du deinen Nachziehstapel mischst, 2 Energie. Nicht das richtige Artefakt für uns, weil wir viele Karten im Deck haben. Da hätte ich jetzt ein anderes, schmales Deck. Das würde hier jetzt Vorteil geben. Aber hey, trotzdem ein tolles Artefakt. Oh ja, eine zweite Meuchelkarte. Man kann sich mit dem Charakter auch sehr schön auf Gift spezialisieren. Das kann auch sehr mächtig sein unter Umständen. Aber wir bleiben jetzt mal dabei. Nehmen wir noch eine zweite. Meuchelkarten sind immer gut. Friedenspfeife. Du kannst jetzt an Lagerfeuerkarten aus deinem Deck entfernen. Oh, gut, gut. So, gleich der nächste Mini-Boss-Kampf. Oh, die Route ist so krass. Der ist wieder gefährlich, ne? Aber wir haben eine ziemlich gute Starthand jetzt eigentlich. Können wir zumindest in der ersten Runde jetzt ganz gut Schaden raushauen. Und die erste Runde macht er immerhin noch nichts. Und er ist jetzt schon fast halb tot. Das ist gut. Trotzdem ist er saugefährlich. Da werde ich jetzt vielleicht auch meine Tränke opfern in dem Kampf. Ja. Weil die Hand ist gerade ganz furchtbar. Ziehen wir noch 3 Karten. Oh, come on. Nicht gerade besser jetzt. Na komm, trinken wir den auch noch. Na, hilft nichts. 11 Schaden. Ich hoffe nur, dass wir nächste Runde besiegen können. 21 ist nicht ohne. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ah, das wird knapp. Ja, gerade so. Puh. Glück gehabt. Echt gut. Mango erhöht beim Aufheben die maximalen TP um 14. Okay, warum nicht? Nehmen wir endlose Qualen nochmal. Ach, Lagerfeuer. Ich würde jetzt trotzdem lieber schmieden und eine unserer Karten verbessern. Entweder meucheln, das ist schon gut, wenn man am Anfang halt gleich Schaden raushauen kann. Viele Kämpfe können da schon recht schnell entschieden werden. Meine ganzen Einwegkarten, die kostenlos sind, würde ich am liebsten alle gern verbessern, aber geht halt nicht so leicht. Ich glaube, es macht schon am meisten Sinn, wirklich. Ich verbessere jetzt unser Meucheln, dann können wir hier raushauen. Schaden, bam, very good. So, jetzt meide ich aber bis zum Bosskampf noch ein paar Kämpfe. Na, ach so, warte mal. Du betrittst einen Korridor voller Pilze in hypnotischen Farben. Deine mangelnden Kenntnisse in Mykologie erlauben es dir nicht, diese Exemplare zu identifizieren. Du willst fliehen, fühlst dich aber auf seltsame Art und Weise gezwungen, einen Pilz zu essen. Nein. Ich will kein Essen, da kriegen wir einen blöden Fluch in unser Deck, das wollen wir nicht. Deswegen erzürne ich lieber die Pilze. Hilft nix. Lieber ein Kampf wie so einen doofen Fluch. Den kriegen wir schon hin, den Kampf. Wir haben echt eine gute Starthand immer. Die erste Runde ist bei uns im Grunde immer die entscheidende. Weil wir da ziemlich mächtige Karten auf der Hand haben. Und ab dann ist unser Charakter, so wie er gerade ist, nicht mehr ganz so gut. Aber das war eine gute erste Runde. Da kann man nichts sagen.
Puh, jetzt sollte ich es mir gut überlegen, was ich jetzt mache, weil das könnte jetzt gefährlich werden. Ich kann 25 Schaden generieren. Okay, dann weiß ich, was ich mache. Auch wenn es trotzdem ein bisschen schmerzhaft wird. Aber hilft nichts. Das war noch die beste Option so. Jetzt wollte ich nämlich eigentlich den Weg gehen, in dem wir keine Kämpfe haben, aber manche Fragezeichen enthalten eben schon auch Kämpfe, so wie in dem Fall. Doof, kann man nichts machen. So, wir kriegen einen seltsamen Pilz. Bist du verwundbar? Erleide 25 statt 50% mehr Schaden. Naja, meinetwegen. Nochmal ein Lagerfeuer. Ich glaube, ich schmeiß jetzt mal so ein paar Standardkarten aus meiner Hand, die ich am liebsten eigentlich gar nicht mehr ziehen würde. Ah ja, wieder dieser Metallschleim, den hatten wir ja schon mal. Verliere 3 TP, 25% Chance auf Reliktfund. Ah, nicht geschafft. Verliere 4 TP, 35%. Verliere 5 TP, 45%. Dankeschön. Das war nicht schön. Immer wenn du 3 oder weniger Karten in einem Zug spielst, hier zu Beginn. Ah, hey, wir kriegen echt voll die Artefakte, die exakt konträr zu der Taktik, die ich jetzt für den Run gewählt habe, funktionieren. Komplett konträr. Das ist total bescheuert. Schade. Naja, ziehen wir wenigstens noch den ersten Boss. Der wird uns jetzt wahrscheinlich besiegen, weil die Strategie ist nicht aufgegangen. Aber gut. Der ist ein relativ mieser Boss auch. Der ist gefährlich. Wenn ich den jetzt angreife, kriege ich nämlich 3 Schaden, weil er Dornen hat. Im Endeffekt muss ich jetzt ziemlich in die Defensive gehen am besten. Was natürlich ein bisschen gemein ist unter Umständen. Aber passt schon. Solange wir genug defensive Karten ziehen, ist es kein Problem. Jetzt macht er 2x8 Schaden. Der spinnt einfach. Der spinnt. Ich werde jetzt die Karte hier spielen. Dann kriege ich zwar seinen 3 Rückstoß Dornenschaden, aber wenigstens schwäche ich ihn und er macht nur noch 12 Schaden. Bekloppt. Weil das kann ich dann wenigstens vollständig blockieren. Und ich greife ihn jetzt mit meinen ganzen vielen wunderschönen Angriffskarten leider nicht an. Ja, jetzt macht er 20 Schaden. Das ist nicht gut. Ich muss jetzt am besten 40 Schaden machen. Dann geht er wieder in seine Kokor-Gestalt. Aber das schaffe ich jetzt mit der Figur nicht. Knapp daneben. Hat aber leider nicht gereicht. Das heißt, wir sind jetzt halb tot. Aber noch nicht ganz. 8 HP haben wir noch. Oh, come on, Spiel. Come on. Du könntest mir schon mal einfach die Karten geben, die ich brauche und nicht immer so blöde Karten. Aber trotzdem, der Kampf war von Anfang an quasi gar nicht wirklich möglich. Boah, der spinnt aber schon ein bisschen, oder? 32 Schaden. Das kriegen wir sogar noch mal hin, weil wir ihm nur genug Schaden machen müssen, damit er sich wieder verpuppt. Aber jetzt sind wir wieder in der Defensive quasi. Könnte ich sogar einmal angreifen. Und wir haben trotzdem noch genug Block. Machen wir.
Ich habe schon so viel endlose Qualenkarten, aber die vermehren sich immer mehr, wenn ich die nicht ausspiele. Was ja eigentlich cool ist, aber in dem Fall kann ich die jetzt gerade gar nicht brauchen. Verdammt. Naja, gut. 16, 3. Ich kann einmal angreifen im Grunde noch schnell mit der Karte. Seltsam. Naja. Eine Runde leben wir noch. Jetzt bräuchte ich... Wo sind jetzt die ganzen endlose Qualenkarten? Jetzt bräuchte ich die. Jetzt müsste ich raushauen, den Schaden. Damit wir auch nur ansatzweise eine Chance haben. Das war sogar eine gute Runde, aber das schaffen wir trotzdem nicht. The Other Awakening ist auch super. Ja, das stimmt. Leider ist da der zweite Teil irgendwie nicht gut geworden. Ich kann nicht mal genau sagen, warum, aber der zweite Teil macht einfach irgendwie keinen Spaß. Dabei war der erste so gut. Schade. Also ich habe mal geguckt, das sehe nicht nur ich so. Das geht leider vielen so. Also das ist bestimmt auch trotzdem Geschmackssache, aber naja, genau. Hat den Geschmack von den Fans des ersten Teils zumindest nicht getroffen. So, jetzt pass auf, einmal könnte ich ihn wieder angreifen. Ich muss sagen, wir halten uns sehr gut. Wenn ich jetzt angreifen könnte, Mensch. Jetzt sind wir leider besiegt, weil wir nur offensive Karten haben und jetzt einfach nur defensive bräuchten in der Runde. Der macht jetzt 16 Schaden. Ich komme insgesamt nur auf 11. Dann kann ich auch gleich hier in der Offensive untergehen. Dam, dam, dam. War ein schöner Run eigentlich. Aber die Artefakte waren einfach wirklich das Gegenteil von dem, was wir gebraucht hätten. Auf jeden Fall ist Slay the Spire ein wirklich cooles Spiel, weil jeder von den Charakteren bietet aufgrund seiner möglichen Karten sehr viele verschiedene Strategien. Und die Runs sind auch angenehm kurz und so weiter. Man scheitert mal schnell, man weiß oft schon früh genug, wann es schief läuft und dann kann man gleich neu starten. Und es ist super komplex, super umfangreich und echt immer wieder cool. Wie gesagt, gefällt mir sehr gut.